Mein Wunderball wird jetzt mein ganzes Make-up bestimmen. Je nachdem, welche Farbe kommt, muss ich diese Farbe benutzen in meiner Make-up-Routine. Und ich sag euch, das wird eine richtige Katastrophe. Mein Wunderball war am Anfang weiß mit so blauen Punkten, deswegen habe ich genauso meinen Primer aufgetragen. Nachdem ich ewig lang geleckt habe, kam dann die nächste Farbe und macht jetzt meinen Screenshot und schickt den mir. Die nächste Farbe war orange, das heißt, ich muss jetzt meine Foundation orange machen. Ich sehe einfach aus wie Trump. 10 Minuten später circa kam die nächste Farbe und die war weiß. Heißt, mein Concealer muss ich in weiß machen. Alles schön verblenden. Ist ja auch überhaupt nicht fleckig oder so. Aber hey, mein Lidschatten darf ich blau und lila machen. Ich weiß einfach nicht, was ich mir bei dieser Make-up-Challenge gedacht habe. Nach dem Blau kam so ein Grün und das heißt, meine Lippen müssen grün werden. Und da der Kaugummi weiß ist, musste ich mein Highlighter weiß machen. Ich möchte kurz nebenbei erwähnen, dass der Postbote währenddessen geklingelt hat. Was der sich wohl gedacht. Ich werde jetzt mein Make-up mit Schleim auftragen. Ob das gut geht und funktioniert, werden wir jetzt testen. Der Schleim, den ich gekauft habe, ist einfach pink. Und zwar so richtig neonpink. Bevor wir meine Foundation mit dem Schleim auftragen, muss ich natürlich mein Gesicht primen. Die Frage ist, wie trage ich jetzt damit mein Make-up auf? Zum Glück kann man den Schleim etwas formen. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und das sah irgendwie ganz falsch aus. Musste dann kurz meine Hände waschen gehen, aber das kam am Ende raus. Und ich finde, der Schleim sieht schon einem Beautyblender ziemlich ähnlich, oder? Jetzt wird's richtig spannend. Foundation auf den Schleimsponge und schaut euch das einfach mal an. Wie crazy ist das? Das hat eigentlich mega, mega gut funktioniert. Der einzige Struggle war, dass der Schleim sich immer ein bisschen verformt hat und ich den immer neu formen musste. Aber schaut euch mal dieses Ergebnis an. Jetzt testen wir, ob der Schleim auch Bronzer und Blush verblenden kann. Dafür muss er neu geformt werden und ich bin einfach komplett begeistert. Das hat super funktioniert. Ich habe wieder einen neuen Beauty Sponge. Sponge! Und der ist wirklich richtig vielversprechend. Der ist neu bei DM, aber ich glaube, es ist eine Limited Edition, also den wird es nicht für immer geben. Und der hat 2,95 Euro gekostet. Zuerst trage ich Primer auf. Und da ich gerade sehr viele sichtbare Poren habe, benutze ich diesen Porefiller. Dann gebe ich noch ein feuchtigkeitsspendendes Serum drauf, damit meine Haut gut vorbereitet für die Foundation ist. Jetzt müssen wir natürlich den Schwamm nass machen und schaut mal, wie viel größer der einfach geworden ist. Der war, bevor er nass war, schon weich, aber jetzt ist er viel, viel weicher noch. Zuerst kommt natürlich die Foundation drauf, da habe ich mich heute für die Huda Beauty Stick Foundation entschieden. Mir ist schon direkt aufgefallen, wie schön der Schwamm einfach die Foundation einarbeitet. Auf dem Schwamm ist wie so ein Pelzmantel und damit klappt es einfach richtig, richtig gut. Ich habe dann noch den Härtetest gemacht und Creme Bronzer und ein bisschen Blush aufgetragen. Und auch das hat der Schwamm mega schön eingearbeitet. Ich glaube, das ist mein absoluter Lieblingsschwamm jetzt. Ich habe natürlich zwei gekauft und den einen verschenke ich jetzt in meiner Story.